Halli, hallo, hallöchen. Wieder eine weitere Folge DayZ mit der tapferen Kuppe hier. Wir sind kurz vor Verhungern und müssen jetzt leider weiterlaufen, weil meine Nippel werden hart. Gut durchgesagt. Hashtag Schluck im Dunkeln. Ja, genau, Hashtag Schluck im Dunkeln. Und ja, wir sind eigentlich eh. Also mir geht's eigentlich ganz gut vom Verhungern her. Aus Sicht des Verhungerns geht's mir eigentlich ganz gut. Du bist zu fett, du kannst mich abnehmen. Ja, wir dürfen eigentlich eh gleich in Star Royal sein oder so. Ja, normalerweise schon. Das dauert nicht lange. Hier die Kurve entlang und dann müssten wir es schon eigentlich sehen. Ja, meine ist immer noch, oder meine ist immer noch komplett durchgenässt. Also wir versuchen, also wäre gut, wenn wir irgendeine größere Stadt uns durchschlagen. Star Royal ist so ein kleiner Ort, da gibt es aber wenigstens ein Krankenhaus, ein kleines und eine Polizeistation laut meiner Map. Laut meiner Map gibt es da sogar ein Auto. Ja, bei mir gibt es nur eine Polizeistation. Okay. Ja. Wir werden es sehen. Guck mal, mein Prügel raus. Dass jemand kommt, das ist direkt. Oh, guck mal, ein See. Genau, das ist nämlich. Ja, jetzt haben wir die Kurve und dann müssen wir eigentlich schon da sein. Du hast, dann könnt ihr hier was trinken, ne? Ich hab noch zu trinken. Also ja, ich bin bei beidem, ist es so, gelb. So grün, grünlich. Gelb. Also sobald es gelb ist, es wird nämlich gelb, orange, rot, tot. Orange, rot, tot. Ja, kein Scheiß. Ist halt so, Wobei das bei hungrig, glaube ich, ziemlich schnell geht, ne? Von orange, rot und tot. Ja, komischerweise. Also du verdurstest langsamer, als du verhungerst. Im echten Leben ist es andersrum. Ja. Ach, wie schön so durch das. Einen schönen Wald hier, in einer schönen Gruppe. Hm? Das ist nicht toll. Ja, wir machen jetzt eine StudiVZ-Gruppe. Waldläufer, oder was? Waldläufer, genau. Ich bin ein Waldläufer, Stufe 50 und du? Stufe 80, Todesritter. Welche Rasse bist du denn? Dunkelelf und du? Ork. Und du? Grashüpfer. Wie geht denn das? Eben noch grün und jetzt auf einmal I'm extremely hungry. Ohne Mist, meine Tussi. Verletzt irgendwie, oder? Ich glaube, meine Tussi ist eh wirklich irgendwie so schwanger oder so, keine Ahnung. Du hast einen kleinen Zombie da gleich raushüpft, oder was? Gleich lässt du deine Hülle fallen wie bei Space Wars, oder was? und es hüpft so ein kleiner Zombie bei Minecraft raus, diese kleinen Mini-Zombies da. Oh. Das Kopfkino, wie bei dir einer raushüpft, deinen Rucksack nimmt und weiterläuft. Oh, so genau. Rucksack raushüpft. Oder wie einer dann rausguckt, wie bei Man in Black, wo der Typ da so einen zweiten Kopf hinten rausgucken hat. Oder wie bei der Verarsche hier, Alien-Verarsche, wo dann das Alien raushüpfen lässt und so Slapdance macht. Das ist super. Danke. Ich bin von Mittwochs bis Donnerstags hier. Autogramme gibt's ab 18 Uhr. Bei welchem Film war das aus dem Bauch? Da war doch mit Schwarzenegger. So, rechts ist eine Tankstelle. Und da ist eine Polizeistation, die sehe ich schon. Wenn Sie auf die rechte Seite gucken, sehen Sie Star Royal. Ein kleines Dorf verlassen vor 20 Jahren, als die Apokalypse ausbrach. Im schönen Schwarzwald. Im schönen bayerischen Schwarzwald. Da gibt es so ordentliche Schnitzel. Schön wär's. Und einen schönen geilen Kartoffelsalat. Aber Kraut. Ein Krautsalat für die Leute. Schön wäre es, wenn wir jetzt hier Schnitzel finden würden. Und jetzt gehen wir in die Links rein und dann, ja, Schnitzel für Arme. Das ist aber zu hier, also es könnte sein, dass hier wirklich was zu finden ist. So, schauen wir mal. Oh, jetzt fängt es bei mir aber an. I'm hungry, I'm thirsty. I'm thirsty, I'm hungry, I'm dead. Ja. Oh, ein LKW! Nein, wo? Sind da Zombies drauf? Ja, ist egal, LKW! Wo ist ein LKW? Ich hab. Ah, drei Stücke! Ich hab noch nie einen LKW gesehen, lass mich. Ich will mal sehen. Den LKW kann man nicht mehr fahren, oder? Ja, wenn man jetzt nicht mehr drin ist. What? Natürlich doch, ich glaube, man kann den wirklich noch fahren. Ja, man kann ihn noch fahren. Guck, geh mal rein, ob Sprit drin ist. Die alte Tür steht immer noch drauf, hä? Woo! Alter!
Ist noch Sprit drin? Guck mal auf die Anzeige. Ich hab Vitaminbottles gefunden. Ich hab keine Anzeige. Ah, guck mal, warte mal, warte mal. Häng einfach mal an. Yeah! Macht's gut, Leute. Hallo, 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 hallo. Tschüss. Lappen, Alter. Du bist so ein Lappen. Achtung, ich bring einen Zombie mit. Handschellen. Blutige Handschellen. Bring Zombie mit, ich bring Zombie mit. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Okay, ich bin ausgestiegen. Der LKW ist schon mal richtig, richtig... Oh mein Gott, der Zombie kommt aus der Tür raus. Guck mal, ein Flashlight für die Pistole habe ich gefunden. Aber wir können leider nicht alle mit rein mit einsteigen, ne? Ja, der ist bei dir drin, ne? Bei mir? Nee, beim Bitchy, da versucht. Oh, jetzt zieh doch mal den Hammer. Ey! Der Hammer, der geht so und der Hammer, der geht. Jetzt blüht ich auch noch, ey. So geht der Hammer und der Hammer, der geht so. Ich bin bewusstlos! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Was? Wo bist denn du schon wieder? Oh, ich bin tot! Oh. Ja, was ist denn... Hä? Boah, das ist der Hammer, ey. Hinter der Polizeiwache. Bitte looten. Ihr könnt mich ja mal mit dem LKW abholen, einer von euch. Wo bist denn du? Ja, ich spawn gerade. Hinter der Polizeiwache war ich. Bin gerade raus. Ich meinte aber, wo du jetzt gleich bist. Hier wichtig. Oh, ein Netz ist immer wichtig. Hat jemand was zu Zombie, essen? Zombie! Ja, renn weg! Genau. Muss ich aber ein bisschen die Dings mal leiser machen. Effekte runterstellen. Bei mir war das Bild schwimmrig. Schwimmrig. Oh. Wo bin ich denn? Tja. Und wo bist du? Ja, irgendwo. Nirgendwo. An der Küste? Nee. Der Tichi hat doch ein Messer. Ich hätte ein Messer, ja. Hab ich doch gesagt. Protector Case. Wenn du Bescheid weißt, wo du bist, dann sag Bescheid, dann hole ich dich ab. Da ist Munition drin in dem Ding. Ja. Aber die passt ja alles nicht für meine Karabiner. Ach, ich bin hier bei der Küste. bei der Jagdhütte, wo wir drinnen waren, wo du deine Polizeiweste bekommen hast. Da bin ich. Wo war das nochmal? Vor Elektro und Starvi dazwischen. Bei Kamishobo oder was? Nee, bei Starvi, wo wir angefangen sind. Bei Starvi, ich guck gerade auf der Map mal drauf. Kamishobo, Starvi. Ach, hier bei der Insel, bei der Ruine. Da warte ich auf dich. Ach, da cool, unten. Ich hab MP5-Munition gefunden. Ja, kannst du gerade runter nach zu Kamishobo laufen? In Richtung Elektro? Ja, so weit kann ich nicht laufen, weil ich ja kein Dings hab, kein Essen und gar nichts. Bei Starvi? Warum? Siehst du irgendwo ein Leuchtturm? Nee. Ich lauf Richtung Halbinsel da, wo die Ruine steht. Da laufe ich hin, weil da ist eine Hütte. Vielleicht finde ich da was zu essen. Okay, alles klar. Ich bin auf dem Weg. Will jemand mitfahren? Toll. Ich suche was zu essen. Willst du mitfahren, Pillow? Wenn er mitfährt, kannst du ihn ja nicht abholen, oder? Nee. Achso, stimmt. Nee, kann ich nicht. Haha. Gut. Wieso kann ich mir die Hose nicht anziehen? Ah, jetzt. Aber rennst du nackt rum oder was? Und kann ich meine Hose nicht anziehen? Ja, alles klar. Ich bin unterwegs. Oh, was zu futtern, ey, ganz dringend. Ich hab wieder zwei Bären, willst du die noch haben, Pillow? Hier ist ein roter, großer Rucksack in meinem Haus, warte mal. Hier drin ist ein großer, roter Rucksack. Oh, ich hab Leck, ich hab Leck. La, achso, okay. La, la. Ich schmeiß mal die zwei Bären hin, ne? Ja, wenn du hier reinst, direkt am Regal liegt ein großer Rucksack. Taxi Service Brainiac. Okay. Ey, voll geil, ohne Mist mit dem Truck. Hier gerade durchzufahren. Sprit haben, das cool. Keine Ahnung, ich habe überhaupt keine Spritanzeige. Na toll. Aber wenigstens ist es bisher schnell dann da wieder. Das stimmt, ja. Vielleicht ist es auch einfach noch so,
dass die Fahrzeuge relativ frisch in dem Spiel, also in der Version drin sind und dass die einfach, dass du vielleicht noch unendlich Sprit hast, ja. Hoffe ich jetzt einfach mal. Okay, jetzt bin ich wieder in meinem Bereich. Hast du den Rucksack genommen dann? Ich muss mich speziell vom Dings draufstellen, ich tu gerade umsticken. Und willst du ihn haben? Ich hab doch so ein Riesending. Hast du ein Riesending, okay. Ich hab ein Riesending, oh Mann. Leute! Die Rückmeldung. Achso, du hast schon. Okay. Oh mein Gott. Kaputt gefahren. Ja, ich hab auf die Seite gelegt. Oh, du bist ein. Oh, ich weiß auch nur, du kannst nicht Auto fahren, ne? Das ist unglaublich. Okay, warten wir mal, gucken, ob wir das irgendwie. Kann ich überhaupt hier aussteigen jetzt? Da. Was passiert denn? Du Pechen, wenn man das sieht? Nee. Aussteigen. Haben wir eine Winterjacke oder so? Houston, we have a problem. Was? Ja, da, Digi, es tut mir leid. Jo. Ich habe tatsächlich das kacke Fahrzeug auf die Seite gelegt. Ja, was kann ich denn wissen, wenn ich da mal ein bisschen um die Kurve fahre, dass das Ding umfliegt? Ja, sollst du nicht mit Vollgas da reinfahren. Gar nicht, bin ich überhaupt nicht. Hast du auch gerade dieses Bild dieses Rasers vor dir, wie Brainiac hier drin ist? Kann jetzt auch gar nicht mal einsteigen. Fuck, ey, jetzt bin ich auch die ganze Zeit hier runter. Oh Mann, jetzt darf ich den ganzen Weg hier wieder hochlaufen. Für euch. Gut, das war ja ein kurzes Vergnügen. Habt ihr mal was zu essen gefunden? Nee. Ich hab gleich, wenn ich nichts zu essen finde. Oh, kacke, sowas. Echt kacke. Was am Essen hätten sie echt ein bisschen besser machen können, das stimmt. Ja, vor allem, du kommst ja gar nicht in den Norden. Das geht ja nicht, du stirbst ja vorher wegen. Geh mal die Straße ein bisschen nach rechts und da hinten sind Häuser. Da guck ich noch rein. Wo bist du da schon? Rechts, rechts. Achso, ja, nee, nimm nee, nicht. Du meinst, das ist so eine leichte Erhöhung, ne? Jo, genau. Ja, GEMA, was hat denn die GEMA damit zu tun? GEMA kacken. Achso, du hast schon ein großes Ding. Spruch des Zitat des Abends. Achso, das ist schon ein großes Ding. Gibt's da bei dir vielleicht noch einen LKW da hinten? Kann das sein? Nein. Bei mir auf der Map steht da nämlich noch einer. Du das hast den einzigen LKW kaputt gemacht. Hinten ist ein Brunnen auf Im jeden ganzen Fall. Spiel. Im ganzen Spiel. So sieht's aus. Wir haben Gaskanister, nehmen wir mal mit. Wenn wir einen Ofen bauen können. Oh, kann sein, dass ich bin bei beidem jetzt ziemlich orange, dunkel orange. Es kann sein, bis ich, bevor ich zu euch komme, tot bin. Hello? Ja. Hello? Was war das? Ich glaube, der Digi hat einen Spieler getroffen. Immer am See was trinken, aber ich glaube, ich sterbe. Wie bitte? Can you hear me? Friendly! Friendly! Wie bitte? Halt die Fresse, hast du gesagt. Halt die Fresse, hast du gesagt. Nein. I'm friendly, bist du Deutsch, ja. I'm friendly, bist du Deutsch? Ja, woher weißt du das? Nee, ja. Ist er nicht. Der hat ein Zelt gefunden. Ich glaube, der hat dein Zelt gefunden. Mein Zelt? Mhm. Er trägt jetzt ja ganz so ein Iglu-Zelt mit sich, voll Ballast, ey. Zelt nimmt voll viel Platz weg. Ich habe. Oh, Munition. Nee, Streichhölzer. Ach, hier schon was. Was will ich mit Streichhölzern? Ich bin kurz zum Verrecken und hier liegen überall Bücher. Bücher kann ich nicht essen. Ja, könnte man so sagen. So, ich glaube, ich bin jetzt in Kavishovo. Ja. Und das ist ja eine Straße, glaube ich, in den Norden. Die laufe ich hoch. Ja, das ist genau die, wollte ich eigentlich auch runterfahren. Nee, geht eigentlich nicht. Ja, du kannst die Straße hochlaufen und dann musst du einfach nur diagonal den Wald fahren. Ich habe eine Farm gefunden. Weißt du nicht, wo der Donis ist, aber ich bin auf einer Farm und da gibt es sicher was zu essen. Die Straße endet irgendwann.
Digi im Wald. Bist du noch auch dahin gelaufen, wo ich, oder bist du in die andere Richtung? Ich bin da hochgelaufen, wo du warst, und dann bin ich irgendwo lang gelaufen. Aber ich bin hier. Sind ja Sträucher, weißt du? Und da dann einfach im Wald weiter hochlaufen. Bist du pflücken? Jo. Eine Schaufel gibt's hier. Oh, eine Hacke. Eine Dingens Eisenhacke gibt's hier. Wenn ihr jetzt schlau würdet, ihr meine Leiche zerschnippeln und essen. Ich hab Streichhölzer. Ja! Scheiße, warum sagst du das jetzt erst? Alter, also ist der despawned? Ich weiß es nicht. Auf zur Leiche! Auf zur Leiche, Shandon, ja! Schluck im Dunkeln. Mit dem großen Ding. Weil ein Messer hatte ich eigentlich auch. Und Streichhölzer, wenn die heil geblieben sind. Ja, ein Messer habe ich ja. Und Streichhölzer habe ich auch. Ich habe auch einen Gaskanister. Liegt noch, er liegt doch da! Lass ihn brutzeln! Ich muss, ich will auch was essen, ich bin auch gleich am... Was heißt denn I feel run down? Erschöpft. Das heißt, dass es nicht mehr lang macht, ne? Ja, komm her zur Leiche, zum großen Snack. Ja, Moment, ich renne eure Kirche, ich bin in der Kirche. Wenn es, wenn es möglich ist, lass mir ein Stück übrig. Richtig geil, Alter. Wie pervers ist das denn? So, ja, ey, das... ich bin jetzt an der Hauptstraße, wo lag er denn genau? Hinter der Polizeiwache. Ich sehe schon mal die Tankstelle, glaube ich, ist das, sehe ich gerade. Alter. Ja, ich glaube, du läufst richtig. Bist du das? Ja, ne? Ja, das bin ich. Ich komme gerade da... Ich hab das Messer. Die Straße hoch. Ich hab da einen Düngersack sogar im Gesicht, oder? Hilfe! Will ich sterben! Da, Skin and Quarter the Body. Yeah! Heute und viertel den Körper mit einem Jagdmesser. Habt ihr was zu trinken? Erstes wird die Nudel weg. Ja, ich hab noch was zu trinken. Wie so eine Spaghetti auf. So, ich hab vier Fleischstücke und Knoblauch. Ja. Ich hab auch Streichhölzer. Jetzt brauchen wir nur noch Holz. Ja, das kann Brain hat ja Dings. Eine Axt. Können wir zum Baum gehen, ne? Mal. Aber du kannst ja auch Shopping. Mach ich. Dann bring ich Shopping? Was? Nee, ich geh schon zum Baum. Komm du dich her irgendwie. Ah! Ja, entscheide ich, ob du links oder rechts zum Baum gehst. Da ist ein Zombie hinter mir. Wo seid denn ihr? Wenn du rechts runter gehst bei der Polizeistation. Im Wald. Was, wenn ich rechts runter gehe? Polizeistation rechts. Ja, ich glaube schon, dass ich hier... Bei mir ist alles ein bisschen verschwommen. Warte mal, das Holz passt nicht rein, Sekunde. Bin ich hier richtig? Ja, warte, ist ja wurscht. Ich kann das Holz aufnehmen. Ich hab Platz. Warum liegt denn jetzt hier ein Sack? Ladenlein. Wo seid ihr denn? In den Wald rein? Er tut einmal abhacken, aber er bringt nichts. Hm. Ach, da ist er dran. Hilfe, Achtung. Das haben sie echt doof gemacht, ne? Mit dem. Kein Loot da. Boah, die Hacke ist ja richtig geil. Oh mein Gott, ich hatte kurzzeitig konnte ich Farben sehen. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Die Hacke ist voll schnell und voll gut. Ich brauche unbedingt was zu essen. Ja, ich brauche Holz. Ich hab, sagt ihr hier Eigentlich außer mir bringt's den Holzstöcke. Oh, das reicht ja nicht, ne? Wir brauchen richtiges Holz. Doch, Holzstöcke reichen. Ich hab's mal rausgeschmissen. Oh! Zombie im Haus! Scheiße! Hier? Oder was? Hier hinten am Baum! Hier! Ah. Woodsticks, hier! Ah, cool, perfekt! Bei mir leckt's auch! Machst du's, Pillow? Ja, machst du's? Hat jemand Bandagen? Ich muss ja ein Campfeuer draus machen. Nee, aber ich kann. Ja, ich hab vier Stück, ich hab's rausgeschmissen. Ja. Nice. Da liegen sie, ne? Oh, schon wieder! Ich blute nicht, Schwein gehabt. Wenn mir jetzt noch jemand was zu trinken geben könnte, das wäre natürlich Premium. So, ich habe ein Fireplace und jetzt. Eine Pepsi hier, hinter dir. Da liegt sie, Mensch, nicht bei mir am Arsch. Eine Sprite meinst du? Ja, was sagt ich? Oh, nee, ist selber. Ich habe auch eine Spritze, die kann ich in der Küche stecken. Ja. Two wooden sticks. Ich fühle mich sick. Ich hab hier ein... Weil ich wahrscheinlich das Wasser aus dem Tümpel getrunken habe. Fake Fireplace. Nee, wie kann ich jetzt zum Beispiel. Du musst erst in die Hand nehmen quasi und dann, und jetzt setzen oder platzieren.
Ja? Kannst nicht platzieren. Muss, glaube ich, ein ebener Grund sein, glaube ich, ne? Könnte auch sein, ja. Ja, lass mal. Mitte. So, der Sandweg ist ja zu Ende. Jetzt einfach geradeaus, sagtest genau, du. Genau, einfach geradeaus durch den Wald laufen, ja. Geh mal am besten in die Polizeistation, oder? Dann sind wir nicht so offen auf dem Feld hier. Ja. Feuer kannst du, glaube ich, nicht mehr machen, drinne. Nicht mehr? Nee. Okay. Ja, dann mach's hier irgendwo an der Straße, komm. So, ist egal. Ich sterbe sonst. Jetzt macht er was, oder? Mhm. Aber ich sehe noch kein Feuerblei-Ding. Oh, dein Rücken brennt, oder? Dein Rucksack brennt! Im Rennen brennt dein Rucksack. Was? Ja! Was? Ja, bei mir brennt sein Rucksack! Mach mal ein Foto. Ich kann das aber auch nicht wegschmeißen jetzt, ne? Was hast du jetzt gemacht? So. Hä? Warum? Bei mir brennt gar nichts. Ich kann das Fireplace auch nicht. Ich sehe nur, dass das Fireplace... Ah, hier. So, ich hab das jetzt auch. Ich hab ein Screenshot gemacht. Das sieht so geil aus. Als wäre sein Rucksack gebrannt, weißt du? So, Pillow in Flammen. Fireplace. Das ist auch ein geiler Screenshot, oder? Ja, so. Wo sehe ich denn jetzt, Innen drin siehst du das. Human Steak. Ja, jetzt hab die einfach da reingeklatscht, ne? Ist ja richtig, richtig, oder? Genau, ja, genau. Gut, liebe Leute. Wenn die nicht mehr rot sind. Oh, ich brauch Bandagen, Du musst brennen. Ich hab leider nichts mehr. Ich hab noch 25%, oder? Ja, hau raus. Liegt auf der Straße hier. So, meine Damen und Herren, ob wir es schaffen, das Fleisch zu essen vom Digi und ob der Digi zu uns findet, das alles und noch viel wir mehr. Wir essen Digi, Kannibalismus. Werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Und bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.